Hallo da draußen und willkommen zurück zu der zweiten Folge bei mir auf dem Kanal von Arme 3 Exile. Mit dabei ist der Luca, sei gegrüßt. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Link vom Luca zu seinem Kanal, wie immer in der Videobeschreibung. Wir spielen Exile auf meinem Server. Info dazu auch in der Videobeschreibung. Und wir sind gerade auf dem Weg zur Base von Luca und Fresh Rider, oder? Genau, richtig. Gut. Wir laufen auf die Gradzahl 180, so haben wir vorhin gemacht. Muss dazu sagen, dass wir vorhin schon mal den Server bespielt haben und eine Aufnahme gemacht haben. Leider ist es dann kurz vorm Ende der Aufnahme der Server abgeraucht. Das ist leider so ein Problem, das wir haben, dass wir manchmal wirklich vor Herausforderungen gestellt werden, die wir so serverseitig nicht fixen können. Und ja, hier sind wir wieder. Ja, aber wir haben doch ein paar Sachen eingebaut. Und zwar sollte nach diesem Restart, für alle, die es interessiert, die hier auch spielen, der Bug mit den Fahrzeugen verschwunden sein. Dass eure Fahrzeuge nach dem Restart nicht mehr vorhanden sind oder einfach nur weg sind. Das liegt daran, dass die Klassen-ID mit den Scopes zusammen in derselben Gruppe ist und die sich gegenseitig überschreiben. So habe ich es zumindest gerade im Forum gelesen. Und wir drücken mal die Daumen, dass es eben geholfen hat. Nur die gekauften. Alles, was gefunden wird, despawned. Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, es geht dann nur um die Fahrzeuge, die ihr besitzt, die ihr gekauft habt. Alles, was random auf der Karte gefunden wird, ist nach dem Server-Restart weg. Das ist aber normal so. Die werden neu generiert random. Also, wenn jetzt jemand denkt, er hat ein Fahrzeug verloren. Also, man sollte nie wertvolle Gegenstände wie eine Fahne, Waffen oder sonst was in gespawnten Fahrzeugen rumfahren, die sollte man direkt verkaufen und sich ein eigenes kaufen, aus dem einfachen Grund, dass es nach einem Restart oder Absturz oder whatever passieren kann, weg ist das Fahrzeug mit dem Inhalt, weil die einfach nicht gespeichert werden. So, that's it. Der Loot Spawn sollte auch wieder wunderbar funktionieren. Leider startet nichts von dem Loot Spawn für you, deswegen gibt es ja auch keinen Loot. Ja, das hatten wir in der letzten Folge auch. Viele Leute haben das Problem, dass die sagen, es spawnt kein Loot. Und grundsätzlich liegt es meiner Meinung nach daran, dass die Leute das mit Epoch verwechseln. Bei Epoch ist das Loot schon, irgendwo liegt es in den Häusern drin, das ist schon da. Bei Exile spawnt das Loot Client-Side, also das bedeutet für den Spieler selbst, der gerade in der Umgebung ist. Ich kann es ja mal vielleicht mal ausprobieren, vorne ist eine Hütte. Ja, ich bin es auch gerade am Ausprobieren, wenn Loot spawnen würde. Genau, da müsst ihr einfach warten, dann kommt unten rechts eine Nachricht, da steht Loot spawn früher. Ich glaube, ich hab ein Fahrzeug gesehen. Ich habe ein... Ja. Ich glaube, ich sehe ein Auto. Also eins, was wir fahren können. Ja, genau, jetzt kam bei mir auch Loot spawned und jetzt können wir mal in die Hütte reingehen und schauen. Sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Nee, ist okay. Du erklärst ja genau dasselbe wie ich. Und ja, wir sehen, es ist kein Loot in dieser Hütte, aber da unten ist eine Lagerhalle. Da könnte natürlich auch das Loot drin sein. Mhm. Der Loot-Radius, wenn diese Nachricht kommt, ist recht groß. Also es ist meistens nicht direkt in dem Haus neben euch. Kann sein, aber meistens sind es ein paar Häuser weiter. So eins, zwei, wenn ihr in der Stadt seid. Ah, du bist jetzt hier genau bei mir auch. Du bist jetzt auch direkt vor mir, so wie es aussieht. Yay, da bin ich. Yay, und da unten ist auch ein Fahrzeug, habe ich auch gerade gesehen. Ja, ich habe da hinten ein Fahrzeug gesehen, aber das ist wahrscheinlich ein kaputtes Fahrzeug. Was hast du denn für eins gesehen? Ja, und hier ist Loot. Viele Magazine und was zu essen. Und die sehe ich jetzt natürlich auch. Das bedeutet, dass sein Loot-Spawn auch für mich einsammelbar ist. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Loot-Spawn habe, ist es natürlich bei ihm auch so, weil es wird halt eben lokal in der Nähe generiert. Oh, das ist wirklich ein Fahrzeug. Wie nice ist das denn? Gut, das ich kann nur nichts mal aufnehmen. Das ja, ey, du, egal. Ich kann ja mal mit dem Auto da hochfahren. So, mal kurz hier. Hat sich doch der Serverabsturz teils gelohnt. Ja, es ist fast schon ein bisschen Ironie, aber ja, wir haben ein Fahrzeug gefunden und so. Ja, es hat uns dann doch mehr Vorteile als Nachteile gebracht. So, hier mal anhalten. Verkaufen wir dann am besten das Fahrzeug? Ja, aber ich will jetzt nur sagen, dass wir die Sachen halt reinpacken, die Waffen hier. Ja, ich habe noch eine MK220C und noch viele andere Waffen drin. Ich habe hier auch noch was. Hier die P07 packen wir mal weg. Halt, warte mal, ich habe ja keine Sekundärwaffe für sich gerade. Okay, ich behalte sie doch. Das Akku kann ich da reinpacken. Das brauche ich nicht. Die Waffen können wir doch auch verkaufen. Ja. So, alles klar. Hast du die Waffe mit aus dem Haus genommen? Nee, ne? Ah doch, bist du dabei. Super. Gut, jetzt das eine Magazin kann ich nicht mehr aufnehmen. Ja, das hole ich mir. Das hole ich mir, das Magazin. Ja. Dann kenne ich nix. So, alles klar. So, bevor du losfährst, du bist Beifahrer, fahre ich mal kurz das Magazin da rein. Wo ist es denn? 6,5er, wunderbar.
Gut. Ich dachte gerade, ich hätte uns irgendwas gesehen, aber nein. Jetzt musst du mich ein bisschen navigieren. Ich habe zwar GPS und so, aber Würde du ich weißt, sagen, wo wir die Base ändern. ist. Durch die Würde Stadt durch, sagen. oder? Würde sagen, wir suchen am besten mal Straßen. Okay, dann denke ich, sind wir hier in diese Richtung ganz gut unterwegs. Hier ist nämlich schon. In so ein Feldweg. Genau, richtig, ja. So ein Trampelpfad, würde ich fast sagen. Feldweg ist fast ein bisschen übertrieben. Scheiße, Mann, was ist das denn hier? Ah, wollen wir da vorne gucken, ob wir in dem Gebäude auch noch Loot finden? Nur zum Server nochmal als Info, falls es jemand interessiert, unser Server restartet alle 4 Stunden aktuell und dann immer früh um 7. Das bedeutet, wenn ihr auf dem Server connectet, ist immer Tag. Es ist, hat einen großen Vorteil und zwar, dass eben Bambis, wenn sie spawnen oder neu auf dem Server connecten nach dem Restart, eben kein Nachtsichtgerät haben und es meistens halt dann wirklich ätzend ist, weil es ist manchmal stockdunkel hier. Regen, ja, auch eine ganz wichtige Sache, haben wir abgestellt. Es gibt keinen Regen mehr. Wir haben zwar Wolken und es ist düster und dunkel, aber nichts, was da runter plätschert von Sound. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel kein Loot drin, weil ich hatte keine Nachricht, Loot spawnt von hier und du wahrscheinlich auch nicht, Luca, ne? Also das ist Wobei, wirklich der Grund. hätte aber sein können, jetzt aber, jetzt habe ich Loot Spawn for you. Okay, dann stecken wir gleich mal wieder raus. Und ja, es hätte sein können, dass der Radius hier das mit inbegriffen ist. Aber nein, bei mir ist hier auch kein Loot. Doch, da ist Loot, du hast recht. Seht ihr, also das ist nur zum Beispiel, bei Luca habt ihr das gut sehen können, Loot spawn for you, zack, und schon ist es da drin. Ich habe einen Benzinkanister, nehme ich mal mit. Na gut, ich muss erstmal wieder ein bisschen aus dem Rucksack raus tun. Mein Rucksack ist an Waffen überfüllt. Ja, dann, wir haben das, dann packst du ins Auto. Da haben wir doch gerade drüber gesprochen. Noch die Kative. Ja, ich jetzt auch auf jeden Fall. Ich packe jetzt hier die Sache auch mal rein. Chunk Metal, Fuel Kanister, passt. Was man auch wirklich nur empfehlen kann, ist, ich habe schon alles geholt, So gut. ist immer als Team rumgehen. Alleine ist dieser Mod richtig schwierig. Ganz Und vor besonders, weil, allem, ja. es wird dann auch auf die Dauer langweilig, wenn man keinen zum Unterhalten hat. Ja, das ist wohl wahr. Da hast du recht. Ganz besonders, wenn du in Kampfsituation bist. 1 gegen 1 ist immer verdammt schwierig. Wenn du mal ein Fahrzeug hast, musst du erstmal aussteigen, dann suchen, von wo er geschossen hat und so. Das ist wirklich katastrophal. Luca, hast du Bock, dich hinten auf die Ladefläche zu packen? Ja, man natürlich auch, Mann. Weil einfach auch Schutz und so, ne? Ja, kann man noch ein bisschen schießen. Ja. Also sollte man auch machen. Wie gesagt, ein PvP-Mod macht immer was her, wenn da hinten einer drin sitzt. Und ganz ehrlich, da musst du schon wirklich gut sein, aus dem fahrenden Fahrzeug hinten einen rauszuschießen. Also allgemein rauszuschießen. Es geht, ja, will ich nicht sagen, dass man das nicht machen kann. Aber ich behaupte mal, es wird schwierig. Von der Grazer hast du gesagt 180, müssen wir ein bisschen weiter noch nach links. Aber die Straße führt ja eigentlich dahin, wo wir wollen. Zumindest fahre ich mal der Straße so entlang. Ich biege jetzt mal hier links ab. Oh gut, das ist eine Kurve, okay. Dann bekommen wir auch als näher. Hier links ist dann schon richtig, ne? Nee, rechts, rechts. Okay, ich rede die ganze Zeit von, ich biege hier links ab und das sagst du mir erst, nachdem ich abgewogen bin. Ja. Ja, hinten kann man den zu gut nach vorne schauen. Ich dachte schon, naja, klappt. Vor allem, Okay. da wir immer näher waren. Ja, du kannst es einfach mal zweimal Alt drücken, dann kannst du dich hier frei umsehen. Oder nur Alt einmal, glaube ich, drücken. Dann solltest du zumindest ein Stück nach vorne gucken können. So, Agios, Dionys, Dings, der Wurmster. Ja, wir sind schon auf jeden Fall richtig. Wir Haben. müssten gleich ein. Das kann man schlecht erklären. Dann versuch's erst gar nicht. Da Ja. vorne ist ein gelbes Auto auf der Straße. Ich park hier mal. Steig mal aus. Jetzt. Nicht, dass da entweder wir nehmen es mit oder da ist jemand. Die zwei möchte ich nicht Ich mitnehmen. glaube, das war schon letzte Folge von mir da. Okay, Oder alles klar. vorletzte Folge, das heißt, das ist gepickt, bin ich mir relativ sicher. Okay, bleib du einfach mal da und sicher, ich gehe auf der rechten Seite der Straße hoch. Weil Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? So. Anok, jopp. Ist ein geklemmtes Fahrzeug. Mein Lieblingsstandardcode ist immer 1221. Aber hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Born for you. Wollen wir gucken, ja? Ah, hier drin ist schon Loot, direkt in dem Haus hier neben uns. Schau mal die andere Straßenseite lang. Ja, mach das mal.
Und hier ist eine Weste drin, aber ich habe noch keine Weste, genau. Presseweste anziehen. Ja, doch, ich habe schon eine Presseweste. So, ja, bei mir ist hier Munition, ein bisschen Katzenfutter. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was das nächste Update uns bringt, weil der Exile-Mod wird ja richtig gut geupdatet. Die sind ja sowas von aktiv. Die Update-Politik von denen gefällt mir auf jeden Fall. Bin mal sehr gespannt, mit was sie uns als nächstes überraschen. Bis jetzt waren es einfach so Gameplay-Sachen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die auch so Hotfixes machen bezüglich. Ja, natürlich, was die Community möchte. Ich glaube, als ich habe vorhin im Forum erst abgestimmt, da haben sie ge gefragt, ob das denn sinnvoll wäre, dass man unten links im HUD auch sieht, wie viel Lebensenergie man hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ist nicht verkehrt. Wobei aber auch eventuell ein ausgereiftes Medizinsystem nicht verkehrt wäre, nach meinen Ansichten. Aber da ist ja jeder anders eingestellt. Ja, ich will es halt, also ich wäre dagegen, weil es dann dieses Casual Gaming, dass du reinkommst und einfach loszockst, ein bisschen kaputt macht, weil man sich damit erstmal auseinandersetzen muss. Natürlich. Aber ja, also wir hatten geplant, später mal, wenn der Mod in einem stabileren Status ist, einen Server zu machen, wo lauter Mods drauf installiert sind. So AI-Missionen natürlich, dann, was gibt es denn noch so? JSRS, Soundmod und so ein Kram, wo halt die Leute, die sich ein bisschen besser mit Arma auskennen, dann sich austoben können. Und Das ist eben noch auch. Tefa. Ja, genau, genau, Taskforce Radio, genau sowas. Nur, wenn wir jetzt hier auf den Public Server Taskforce Radio draufknallen, drehen die Leute durch. Ja, natürlich. So. 90% der Spiele, die drauf kommen, wissen nicht mal, was Taskforce Radio ist und wie sie es Wenn du installieren. jetzt mal nach links oben schaust, siehst du da eine Base. Ist das eure? Hinter dem Berg ist die Base. Das sind Also mehrere Farm. Berge. Ihr müsst mir jetzt sagen, soll ich hier links jetzt Ja, reinfahren oder? jetzt links rein am Okay, alles besten. klar, alles klar, alles klar. Gut. Ich sehe da oben schon eine Base, ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Knast von weitem. Die ATSA Claim Base. Ich weiß nicht, wie wir die Base genannt haben. Hast du diese Anzeigen nicht, wenn du dahin fährst? Doch, 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 die habe ich auch. Nur ich Genau. habe die gerade gekonnt überlesen. Okay, aber jedes Gebiet wird eben durch die Fahne hier so angezeigt, wie eine Stadt. Und gerade desingst du ein wenig. Ja, das ist manchmal normal. Also bei mir sinkt alles überhaupt nicht. Desinkt hier gar nichts irgendwie. Da müssten wir jetzt rechts auf dem Berg drauf, aber ich sehe, warum ist da keine Base mehr von uns? Was rechts auf dem Berg? Ja, Du hinter hast ja uns gerade noch da. links gesagt. Ist eine Base. Oder, ja, hier sind so viele Berge. Ich habe auch lange nicht mehr Exile gespielt. Die Base ist. Hier drüben haben wir eine Fabrik, eine Base. Das ist nicht eure, richtig? Nee, wir waren auf dem Berg drauf. Okay. Aber die Base von uns ist weg. Das ist komisch. Hat Ja, so das vielleicht ist. weiter umgezogen, obwohl ich davon nichts weiß. Das könnte auch sein. Tja, ich weiß es nicht, Mann. Das ist eure Base. Der Umzug der Base. Hat Fresh einfach mal die Base umgezogen. Ja, wenn es ja nicht da ist, ist es auch halb so wild. Dann gehen wir halt noch ein bisschen Ich würde eine sagen, andere wir Base gehen angucken. erstmal sicherheitshalber zum Flughafen. Da ist ja der Safe Zone und da können wir auch mal die Sachen verkaufen. Okay, warte mal. Wo sind wir denn gerade hier? Wir könnten jetzt auf die Hauptstraße, auf den Highway fahren Okay, und dann. passt. Passt, 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 ja. Das machen wir auch, das ist eine gute Idee. Hast du dir einen Wegpunkt gesetzt oder? Nein, habe ich nicht, weil ich immer Schiss habe, dass ich durch die Admin-Tools, wenn ich es vergessen habe, die auszumachen, weil ich bin mir gar nicht sicher. Ja, ich habe sie gerade sogar an, ey. Aber ich habe nichts am Laufen. Ist mir gerade, ja, habe ich vergessen, vor der Aufnahme auszustellen. Also sonst will ich mich dahin porten, wenn ich da drauf klicke. I don't like. Also Leute, das, was ihr gerade gesehen habt, das ist das Admin-Menü von Infis da, aber ich schwöre euch, es war einfach Pech. Ich habe es vergessen, jetzt durch den Server Restart wieder auszumachen. Ich nutze das nicht, wenn ich hier spiele. Hier rechts nur ein rotes Fahrzeug. Das hovert aber, das hat da jemand geparkt. Weil die Fahrzeuge, die spawnen, schweben nicht in der Luft. Das machen nur abgeschlossene Fahrzeuge, habe ich schon festgestellt. So, back on the highway. Geht am schnellsten, würde ich sagen. Desig nicht bei dir noch schlimm oder geht's einigermaßen? Nee, nee, es geht. Okay. Vorne kommt eine Linkskurve. Zum Glück habe ich GPS dabei. Glaube, wir fahren vom Flughafen weg. Wir fahren Richtung Kavala. Ah, du hast recht, Mann.
Amoni ist definitiv die falsche Richtung. Stimmt, 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 danke. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Lacker, Chore. Jetzt Ja. einfach nur geradeaus, Ja, dann. alles klar. Ja, ich wollte nur mal gucken. Nur zum Orientieren. Ich meine, den Highway, den gibt es ja nur einmal hier. Kannst du nur entweder richtig oder falsch fahren. So, Wenn ich ansonsten. jetzt Ja, schieß ein los. rohes Sandwich esse, bleibe ich dann oder geht das? Das Doppelklick drauf machen, dann siehst du, was da auf der linken Seite, was mit dir passiert. Ja. Was steht denn da? Something should be canned. Also sollte nichts passieren. Was steht da genau bitte? Something shouldn't be canned. Kennt. Wie auch immer. Mein Englisch ist nicht das Beste. Ja, das ist okay, weil ich verstehe auch nicht ganz genau, was das bedeuten soll. Ich verstehe nur, es sollte in der Dose. Canned ist eigentlich nur in der Dose verpackt. Ja. Aber ich meinte das nicht. Ich meinte die Balken, die sind links mit Essen und. Also ja. Nee, da war nichts von Sterben und Ja, wenn, Lebenszwecknahme. genau, wenn da Plus steht, ist alles gut. Ich denke nur, wenn du es kochst, hat es einen höheren Effekt. Das ist nicht deswegen schlechter, wenn es roh ist. Also ich habe auch schon sehr viel rohes Zeug gegessen und das ist auf jeden Fall. Ich bin nicht gestorben dran. Woran du wirklich Lebensenergie verlierst, ist salziges Wasser und dreckiges Wasser. Da verlierst du Lebensenergie. Und da bin ich auch schon gestorben. Das war ziemlich ätzend. So, ja, hier waren wir gerade. Kleine Rundfahrt gemacht durch diese wunderbare Stadt. Wir sind auch gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Die Map Ashacker ist ja auch ganz geil so, muss ich sagen. Und es gibt auch ein paar gute Zombie-Mods. Ich frage mich, ob man wirklich Exile zum Zombie-Mod machen will. Ich persönlich finde es nicht wichtig oder ich brauche das nicht. Es gibt genug mehr. Und du kannst auch der Sieg spielen dann. Aber es ist eine schöne Idee so. Mal gucken. Wir werden uns aber hauptsächlich jetzt erstmal hier weiterhin auf diesen Server konzentrieren. Ohne dass wir irgendwie Zeit nebenbei. Wir haben auch nicht die Zeit, muss man dazu sagen. Wir sind drei Leute und wir haben einfach nicht die Zeit, hier großartige Experimente zu machen mit anderen Sachen. Das bedeutet also, wenn hier irgendwas los ist auf dem Server und ist mal eine Downtime, dann ist es nur deswegen, weil wir eben was fixen oder was überhaupt nicht mehr funktioniert. Und es ist so dann Game-Breaking, dass wir sagen, das lassen wir die Leute nicht spielen, das frustriert nur. Dann gibt es halt lieber mal einen Tag Pause oder zwei, aber danach, wenn er da ist, läuft es wieder. Was ich auch sehr cool finde, ist, wie du unten siehst, es spielen auch nicht nur Deutsche hier, obwohl es ganz klar steht German davor, ne, und die kommen trotzdem hier rein. Also der Server hat wirklich eine recht hohe Reichweite hier, muss man sagen. Zu den Statistiken. Wir haben den Server jetzt letzte Woche Freitag, also vor 2 Tagen, wieder nachts online gebracht und hat eine User-Database von 3500 Unique-Spielern und 99 Bases. Das Ganze ist jetzt auf 150 Bases hochgegangen in 3 Tagen übers Wochenende und wir haben jetzt 6000 Spieler. Also wir haben fast die Bases für die Hälfte, also 150 statt 100 und bei den Spielern haben wir es fast verdoppelt. Also Unique Visitors. Und das ist schon ziemlich heftig. Also ich muss sagen, der Server hat einen riesen Zuwachs, hat einen riesen Andrang und ihr könnt euch sicher sein, weil viele Leute sagen, ey Ralf, wo sind hier, warum haben wir keine AI-Missions? Ich sage, brauchen wir nicht. Wir haben echt gut genug Spieler hier drauf und glaubt mir, hier wird auch richtig geballert die ganze Zeit. Ihr seht es unten links, wurde schon wieder gekillt. Und was auch ganz witzig ist, um den Flughafen rum, also sagen wir mal, nee, Pyrgos, die Militärbase nördlich über Pyrgos kennt ihr sicher, da sterben die meisten Leute. Da ist der Wahnsinn, da ist nur Gemetzel. Also wenn ihr mit Action will, spawnt in Pyrgos, da gibt es auch gleich nach dem, also in der Stadt gibt es auch 2 Militärgebäude, wo ihr sofort ausrüsten könnt, geht auf das Militärgelände und PvP for the win. Also da geht die Post ab. Hier rechts war ein verunglücktes Fahrzeug. Ja. Also das ist schon echt crazy, ich sag's euch. Also jetzt ist immer so hier das Geschrei groß um den Flughafen rum. Hier Safe Zone Camper und sowas. Ich bin mal gespannt, ob uns irgendjemand beschießt. Das ist mir persönlich noch nie passiert, muss ich sagen. Wurde hier noch nie beschossen oder so. Oder angegriffen. Auch noch nicht. Einziges, was mir öfters passiert ist, wo ich gespawnt bin, dass hinter mir einer stand und dann direkt da abgedrückt hat. Das war nicht so schön. Das ist aber ein Fehler gewesen mit der Spawn-Location und der Datenbank, die wir auch gefixt haben. Also passiert nicht mehr. Gibt's nicht mehr. So, we are in the safe zone. Und ihr seht, schon allein dieser Parkplatz. Ganz ehrlich, zieht euch mal rein, wie viele Fahrzeuge hier stehen. Aber weißt du, was ich wirklich hart feiere, dass die Leute den Parkplatz benutzen wie einen Parkplatz. Dass die richtig Ja. wild parken. Ich finde das sau cool. Die Frames sind zwar im Keller, weil so viele Fahrzeuge sind, oder passt ihr hier rechts den hier mal? Schau dir mal den an. Finde ich auch so cool. Guckt mal, wie die alle parken da. So, das machen wir jetzt auch. Wir parken jetzt auch mal. Dann fällt es nämlich nicht so auf, wenn wir Loot verkaufen. Und in der Masse geht unser Fahrzeug sowieso unter, dass die Leute nicht erkennen, dass es halt ein offenes Fahrzeug ist. Ich find's geil. Ich weiß nicht warum, aber ich find's gut, ey. Ich freue mich über sowas. So. Die Sachen kannst du verkaufen. Ich habe, glaube ich, genug Money gerade. Falsche Taste im Moment hier.
Wo ist mein Inventarreif? Achso, warte mal, ich muss ja hier 6 drücken, sowas. Brauchst du einen Scope oder sowas? 3000 habe ich noch. Ah, nee, alles gut. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Ich habe alles dabei. Verkauf einfach die Sachen. Oh, hier neben steht schon ein Strider. So, Box of Matches, kein Zwischen den Strider. Bäumen schön getarnt. Naja. Ja, wir haben einige Strider hier rumstehen. Ich glaube, vor der Base oder am Flughafen stehen auch noch welche. Ja, Leute, das war's. Eine kurze Fahrt mit dabei mit dem Luca. Wir sind jetzt am Flughafen, verkaufen die Sachen. Und dann werden wir mal gucken in der nächsten Folge. Vielleicht erreichen wir Fresh Strider in der Zwischenzeit und können mal fragen, ob die Base versetzt hat. Ansonsten bauen wir mal selber was. Oder ich baue mal was. Mal gucken, wie das dann so wird. Luca, danke fürs dabei sein. Danke fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Willst du noch was sagen, Luca? Ja. Okay, ciao.